Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 305 von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal gesagt, dass wir hier in Riedenburg eine Straßenbahn bauen wollen. Und ja, da müssen wir mal gucken, dass wir das hier in Auftrag geben. Das machen wir dann nach dem Intro. Bis gleich. So, dann fangen wir mal hier am Bahnhof an. Da brauchen wir jetzt eine Gleisanlage, die wir. Ach, hier war gar nicht mal so schlecht. Können wir hier das Depot hinsetzen, fahren hier los, gehen hier in den Bahnhof rein und fahren dann weiter. Oh, hier sieht es jetzt natürlich doof aus, weil das hier in der Seitengasse auch ist, ne? Spielt das jetzt. Ja, spielt bestimmt eine Rolle, wenn wir da reinfahren. Ich glaube, wir fahren dann direkt weiter. Machen keinen Halt. Fahren dann hier runter. Und dann nehmen wir diese Strecke hier, fahren hier rüber. Und kommen dann hier raus und fahren da lang. Jetzt müssen wir überlegen. Unten sind die touristischen Ziele. Ne, da fahren wir nicht hin. Das ist zu weit. Ja, dann fahren wir hier links. Fahren da rechts. Da kommen wir nicht vorbei. Dann nehmen wir da oben das mit. Machen wir hier so schräg rüber. Natürlich auch so rumfahren können. Nee, das ist ja da nichts los sozusagen. Ne? Nehmen das mit. Da oben wird auch nichts los sein. Nehmen hier noch die Oskarstraße mit. Hier oben ist die Riedenauserer Straße. Müssten wir hier rüber fahren und dann da lang. Ne? Ich glaube, die Ossiacher Straße, die lassen wir dann auch rechts liegen. Ne? Fahren wir so, kommen hier lang. Oh, hier Riedenburg, alter Friedhof. Da machen wir gleich noch eine Haltestelle dahin. Jetzt kommen wir hier runter, dann fahren wir aber nicht darunter, sondern fahren hier lang. Ich glaube, dann blockieren wir uns das auch gar nicht so sehr. Wir brauchen allerdings noch eine Haltestelle hier weg. Was haben wir denn da? Dann können wir hier mal so ein neu modernes Häuschen noch dahinstellen. Da ist die ein bisschen größer, die Haltestelle, aber dann können wir da auch anhalten. Und wir brauchen noch ein Signal. Das kriegen wir hier weg. Das würde ich hier hinstellen, damit die uns auf gar keinen Fall hier reinfahren. Aber schon mal so weit vorfahren, bis der da fertig ist. Und hier bis dahin, das ist ja eine lange Strecke, der hält ja nicht an und da kommen gleich. Ja. Eigentlich, oder? Sollten wir hier noch ein Signal zwischenstellen? Das ist okay so. Dann fährt er da lang. Da ist wieder eine Haltestelle. Ja, hier sind viele Haltestellen. Dann passt das schon, ne? Vielleicht machen wir hier noch einen hin. Ah, da ist noch eine Haltestelle. Ne, hier ist ja auch eine Haltestelle. Ne, dann passt's. Dann können wir das so lassen. Dann brauchen wir noch ein Depot. Das stellen wir jetzt hier hin. Und dann müssen wir das Ganze noch elektrifizieren, natürlich. So, dann sind wir hier. Einmal bis da. 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 Dort. Von da bis nach da. Dann bis nach da. Und dann hier wieder schließen. So, jetzt sollten die fahren können. Jetzt machen wir das Ding zu hier. Jetzt ziehen wir das Depot auf, gehen auf Elektrotraktion und ich glaube, das waren hier mit den meisten, ne? 124 und der hier hat 110, 109, ja, ich glaube, da sind mehr drin, oder? 121. Ach so, das ist nur ein anderer Wagen zu denen. Oder man bastelt so einen, ne? 69, wo ist der Endwagen dazu? Ist das der? Nee. Der ist das. 69 und 50 sind nicht so viele. Das passt dann nicht. Dann lass uns hier den nehmen mit dem dran. Und wir haben hier eine ja, neue Linie erstellen. Aber das machen wir hier. Dann lass erstmal hier Dingens Station machen. Einmal hier.
Dann kommen wir hier unten zur mittelalterlichen Kirche. Dann hier zum Keltenweg. Dann hier oben zum Gabelsberger Straße. Dann die Oskarstraße mitgenommen. Dann der alte Friedhof. Und dann kommen wir schon wieder zurück, ne? Ja. So, das ist eine neue Linie. Und die Linie heißt Straba-Riedenburg. Schuss. Und fertig. Fertig. So, jetzt müssen wir überlegen. Ich glaube, wenn wir noch einen dazu nehmen, ist das nicht verkehrt. Und starten wir mit zweien. So, fährt er auch raus. Haben wir ihn. Und der zweite, ah, der dauert jetzt natürlich, bis der da raus ist, wahrscheinlich. Lädt auf. Voll. Ist klar. Passt. Wenn der weg ist, kommt der nächste da raus. Ja, kriegen wir hin, oder? So, jetzt müsste die zweite losfahren. Da ist er. Kriegen wir ja auch noch hin. So, die fahren schon mal. Was haben wir denn hier noch an der Haltestelle so für Personen? Okay, der Apollo-Tempel, da fahren wir nicht hinter. Südostwald, ist das auch da hinten? Ich glaube, das ist auch da hinten, ne? Na, das war die falsche Taste. Ja, das heißt, 2.500 Gäste fahren alleine hier hinten hin. Haben wir hier gerade einen Bus? Nein, haben wir nicht. Wo ist der Bus, der hinten rausfährt? Ist das der da? Ja, touristische Ziele. Das bedeutet, da müssen wir was ändern. 46 ist ein bisschen wenig, da hinzufahren, ne? Wo fährt er denn überall hin? Keltenweg, da braucht er nicht mehr hinfahren. Da fährt der Straßenbahn hin. Apollo, dann können wir die Linie da auch ändern. Das machen wir mal gerade hier. Riedenwald, touristische Ziele. RS. Bin wir schon drüber weg, ne? Da. Linie ändern. Löschen. Keltenweg und das Rathaus kann dann auch raus. Und dann müssen wir da nur noch Fahrzeuge draufsetzen. Und dieser hier ist auch schon veraltet. Dann muss was Neues hin. Das bedeutet ab ins Depot. Das ist hier. Ja, ich glaube, dieser Gelenkbus ist das Nonplusultra zurzeit. Ne? Wo ist der zweite Anhänger davon? Ah, das ist einer, ja. 120. 87. Das ist 90. 95, 99. Er hat 52, mit dem zusammen sind es dann 105 und er hat dann 120, das war klar. Das bedeutet, der, also ist ja schon angehangen, und kommt dann auf die touristischen Ziele. Riedenburg touristische Ziele, jetzt lass überlegen. Also einer auf jeden Fall noch mehr, den schmeißen wir runter, machen einen zweiten und ich glaube einen dritten können wir auf der Strecke auch vertragen. So, und dann wird dieser hier ausgemustert, wenn er leer ist. So, haben wir schon einen, der hier rausfährt? Ja. Einen beobachten wir mal. Gucken uns das dann an, ne? So, Straßenbahn, 157 an der zweiten Haltestelle. Was hat er hier? 9, okay, der ist schon dann da hinterherfahrend und kriegt schon mal nicht mehr so viele, ne? Aber die zweite brauchen wir einfach für die vielen Fahrgäste hier im Rathaus, ne? Die 5000 müssen erstmal weggeschafft werden, ne? Das sind ja 20 Fahrten rundweg. Und hier werden ja auch wieder Züge kommen, denke ich mal, die noch welche bringen, oder? Ist denn da überhaupt ein Zug drauf gerade? Ich sehe gar keinen. Oh, was ist denn hier gebaut? Ist das neu, oder? Da hat Simotrans ein Kohlekraftwerk gebaut. Das ist ja cool. Alles klar, dann müssen wir da gucken, dass wir da Kohle hinkriegen, ne? Okay. Sehr schön.
Ah, da ist unser Zug hier mit. Kriege ich den noch am Ende? Ne. Der hier anhält oder fährt er durch? Ne, der hält tatsächlich hier auch an. Hat hier sogar Fahrgäste gelassen und fährt mit 226 dann da hinten hin. Guck hier, 21 Apollo-Tempel, da sind aber welche drin. Gut. Haben wir das auch geklärt? Dann sollte das soweit funktionieren. 787 ist aber ein guter Wert. Hier sieht es gerade nicht so dolle aus, aber der fährt ja jetzt auch gerade zum mittelalterlichen Kirche. Er fährt natürlich mit 230 Miesen hier durch die Gegend. Hatte wohl wahrscheinlich gerade abgesetzt oder was, oder ist er nur hingefahren? Nee. Naja, Rathaus, Riedenburg, Rathaus, Bahnhof, das ist das Richtige. So, er kommt jetzt hier bei der Kirche gleich an. Und macht dann da sein Geld, ne? Sollte klappen, oder? Ja, 324, 741, so sieht es erst gut aus. Das hier verstehe ich jetzt gerade nicht, warum er ohne fährt. Komisch. Oder, ach, der fährt auf dem Rückweg, weil der schon keine mehr drin hat, wahrscheinlich, ne? Also Rückweg kannst du nichts verdienen. Ach, ist das der jetzt, oder? Okay. Das ist der erste. Hatten wir drei? Ich glaube, wir hatten drei, ne? Da ist der dritte. Und der wird auch keinen drin haben, so sieht's aus. Auf dem Rückweg ist natürlich alles leer, ne? Weil er die einzigsten mitnimmt, ne? Und auf dem Hinweg spielt es dann eine Rolle, weil sie hier voll werden. Das sind 2.500 Leute, die da fahren 120, 20 Fahrten, ne? Dann ist das auch wieder weg, genauso wie hier irgendwie was war mit 20 Fahrten, oder? Habe ich mich da vertan? Oder war das doch schon hier? Ja, 120, 120, ne? Brauchen wir nicht reden, oder? Die sind auf jeden Fall voll. Da müssen wir im Auge behalten, dass wir den dritten vielleicht ausmustern müssen, weil das dann doch zu viel sind. Aber okay, das kriegen wir schon hin. Der ist plus, der ist nicht plus. Wo ist denn der jetzt? Da hinten, okay. 116, das waren jetzt irgendwie 11 Kröten, die dabei gekommen sind. So, 116, jetzt wird er wieder teurer. Gucken wir mal, was er hier runterfährt. Was er dann gleich noch für Wert hat. 62. Der oben ist wieder voll. Der hält jetzt hier an und 32 auf 53, das sind 21 gewesen. Und jetzt fährt er gleich hier rein. Und ist dann schon unter 0 wahrscheinlich, oder? Sind natürlich ziemlich dicht aufeinander, ne? Das ist vielleicht auch nicht so gut. Jetzt hat er schon Minus. Kommt gar nicht ins Plus wahrscheinlich, oder? Ne. Hat jetzt aber die 234 drin. Muss man gucken, ne? Wie es dann so läuft. Ja, hier oben hat die 234 und hat 630 Plus. Er fährt hier ganz viele Miese ein, der dritte Bus. Oder ist das überhaupt der dritte? Ne, ist das der erste, das ist der zweite, das ist, glaube ich, der dritte, ne? Selbst der erste hat hier Minus, alle fahren Minus. Das ist nicht gut. Hat aber 120 jetzt mit. Warte mal, dann stehen da unten so viele. Bei welchem von den beiden stehen denn so viele? Hier steht nur einer. Ist das dann da? Steht 15. Komisch. Müssen wir mal gucken. Aber hier rentiert sich das definitiv dann nicht mit rein, oder? Fahrstrecke ist zu lang für einen Bus. Zu teuer. Hier 325, da 954. Wo ist er jetzt hier am Rumrundeln? Gerade vorbei am Dingens. An der mittelalterlichen Kirche, da wo es das viele Geld gibt, ne?
Jetzt holt er welche ab oder hat gar keine mitgenommen. Da gibt es keine, okay. Das mit dem zweiten wird schon schwierig. Der erste rentiert sich sicherlich, aber der zweite muss man schon wieder überlegen. Aber wir müssen die Leute erstmal zur mittelalterlichen Kirche haben. Das ist unser Problem. Ich glaube, das können wir hier erstmal schließen. Und das auch. Und hier denke ich mal, können wir schon den ersten rausmustern, oder? 83 am Rückweg, 120 am Rückweg. Na, der hat jetzt wieder 120 auf dem Hinweg und hat jetzt hier Geld gemacht. Ich glaube, er ist jetzt derjenige, der als nächstes ankommt, oder? Ja. Er hat noch 83 drin, also hier, der wird sie noch rentieren, aber der, obwohl, 57 sitzen da jetzt auch gerade drin. Schwierig zu beurteilen, ob das läuft oder nicht läuft. Er hat jetzt 180. Ja, 395. Ich glaube, den können wir gleich ausmustern hier. Der ist zu teuer. Wir haben ja jetzt auch die Kelten. Wie heißt das? Keltenstraße, Keltenweg. Keltenweg haben wir ja rausgenommen, weil die Straßenbahn dahin fährt. Das ist dann eine direkte Verbindung zu den touristischen Zielen 1 und 2, ne? Ja, wieder 120 bei alle drinnen, ne? Lass mal gerade ein bisschen schneller fahren. Er kommt jetzt hier hinten an mit knapp plus. Ah, knapp minus. Ach so, der fährt gerade nach Südostwald. Macht jetzt aber fast 500 daraus. Und er hat hier auch 120. Wo ist er schon? Auch am Apollo-Tempel, naja. So, wie viel macht er jetzt? 90 plus. Er macht 500 plus. Er kommt jetzt da an, ne? Hat aber schon 500 minus. Der kommt gar nicht ins Plus. Der kriegt jetzt auch keine mit, ne? 83 und 50. Wo kommen die 50 Leute? Der hat auch 50 da eingesteigen lassen. Krass. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass so viel da mal drin sind. Aber trotz alledem ist das vielleicht zu wenig. So, der erste war der. Machen wir gerade schneller. Folge ich den mal. So, der kommt jetzt an und hat noch Plus. Also der rechnet sich wahrscheinlich, ne? Aber dieser hat schon Minus. So, der fährt jetzt mit 120 zurück, hat 160 Miese. Jetzt gucken wir mal, bis der da unten ist. 59 zurück, 100 plus. Fährt schon wieder ins Miese. Jetzt kriegt er die 120 gleich. 56 Miese. Jetzt fährt er wieder raus. 217 plus. Jetzt gucken wir, wenn er wieder im Rathaus ist. Jetzt, ja, knapp miese, aber kriegt nur 350 plus. Das ist zu wenig. Ich glaube, der zweite ist schon die Schwierigkeit. Ah, jetzt hat er 52 drin, ne? Jetzt ist er mal nicht ins Miese gefahren. Okay, er kommt jetzt vielleicht ein bisschen besser voran. Ja, 51 zurück. Ja, er hat knapp Miese jetzt, aber das war, weil ja 3. Januar ist, alles klar. Okay, der hat jetzt schwarze Zahlen. Jetzt geht er ins Rote. Ist aber im schwarzen Zahlen. Bleibt schwarz. Hier geht er ins Miese, kommt aber ins Plus. Bleibt im Plus. Und geht knapp hier jetzt ins Miese. Der hat auch noch Plus.
120 zurück. Nee, hat er noch. Der ist noch gar nicht angekommen. Der erste ist erst angekommen. Aber der macht Plus, den brauchen wir nicht mal angucken. Den können wir lassen. So, 471. Hat 50 Fahrgäste wieder zurück. Ja, der war jetzt nicht rot geworden. Also der zweite rentiert sich vielleicht gerade so. Ja. Aber jetzt hat er. Hä? Wieso hat er jetzt keinen Plus gerade gemacht? Hat er da hinten keine mehr gehabt? Warte mal. Dann müssten ja jetzt hier keine mehr für Südostwald stehen. Stehen aber noch 176. Aber die sind bald alle weg. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ist er hier, der sowieso schon miese fährt, definitiv auf jeden Fall auszumustern. Und der zweite, der ist schon schwierig. So, was macht denn hier unsere Bahn dann? Okay, die fährt plus. Und die zweite? Die fährt auch plus. Okay, das geht. Wie sieht's denn aus hier mit den Halt? Wie wir sind denn da jetzt für. Mittelalterliche Kirche hat hier keine Fahrgäste mehr. Die sind schon weggearbeitet, oder? Okay. Das bedeutet, die beiden Dingens werden auf Dauer auch ins Miese fahren. Hier 418 und 316. Das ist schlecht. Obwohl jetzt hier das da ist. Ich komme nicht mit klar, ne? Aber wir müssen sie fahren lassen. Die zwei, denke ich. Einer wird zu wenig sein, bauen wir wieder auf. Und zwei ist dann wieder unlukrativ. Und hier Sondershausen, Riedenburg, Walnussgasse, Sondershausen, Taubenstraße. Wo ist denn jetzt hier unser tolles Rathaus, alte Kirche? Ostsächsische. Jetzt muss ich hier direkt reingucken. Steht nur noch einer. Ach so, das ist auch egal, ne? Wir wollten ja sehen, dass hier welche stehen, die von hier aus dahin fahren. Biermenge. Hier, vier Stück. Mittelalterliche Kirche. Die sind alle weggefahren. Okay, dann ist das so. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.